Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Oberliga Nord hier aus dem Annona Eisdom Leipzig zur Partie der KSW Eisfighters Leipzig gegen unsere Gäste aus Herford, die Herford Ice Rink. Ja, schön gesehen in der Mitte und schön durchgetankt. Kessler macht sich breit. Nächste gute Möglichkeit hier für die Ice Rink. Obig, das gewinnt Aronson deutlich. Wirsch mit dem Schuss, der geht knapp am Tor vorbei. Ja, da darf Obig nicht rangehen, sonst kriegt er die Strafe. Und das Tor in Unterzahl! Zu offen die Ice Dragons hinten in der eigenen Zone. Und unser Neuzugang, der Schwede Emil Aronson, mit seinem zweiten Saisontreffer. Schön gemacht von Reimer, geht der Scheibe nach, findet Aronson zu viel Platz und er schiebt aus dieser Sicht unten rechts ein. Ich sehe gerade, dass keine Strafe angezeigt ist, es sind noch 14 Sekunden, währenddessen die Riesenchance für Herford. Und unser neuer Stadionsprecher Alexander Paraga gibt auch alles. Position, Schuss, kommt Tor! Und die Special Teams greifen in dieser Partie nach dem Shorthander direkt das Tor im Powerplay. Und das ist Johan Eriksson. Also die beiden Schweden tragen sich hier auf dem Scoresheet ein. Vorlage wieder von Alazari, der da den Verteiler an der blauen Linie spielt. Und dann der kompromisslose Schuss. Aber mal Platz für Herford. Kommen gut über die rechte Seite. Schuss dann übers Tor. Guck irgendwo unter Urbisch. Der wirft da alles rein, was er hat. Amberstone. Ja, der Pass, die Passidee war gut. Der passt nicht so. Da fehlte es leicht. Das war gewollt. Ja, ich habe das erste Mal bei dem Testspiel. Schöner Pass. Ja, ich wollte erstmal die Möglichkeit noch abwarten. Ja, gute Möglichkeit, aber auch Urbisch zur Stelle. Gut gemacht von Pauka. Pass kommt übers Tor. Ganz wichtiger Schläger vom Verteidiger. Ja, fehlt die Genauigkeit in den Pässen, auch wenn es natürlich schnell und hektisch ist. Alazari! Hildebrand. Gute Bewegung, schöne Seitenverlagerung, sicher. Und der Pass ein bisschen in den Rücken. Aber die nächste Minute wird wahrscheinlich Schwerstarbeit für die drei weißen Roten. 20 Sekunden müssen die Ice Dragons noch überstehen. Reimer schießt, visiert das kurze Eck an. Und dann geht es auch gleich nach vorne. Die Möglichkeit und das Tor! Und das ist genau das, was ich sage. Vielleicht ziehst du aus diesem 3 gegen 5 Unterzahl so viel Kraft, hier nochmal was zu reißen. Und direkt der erste Angriff der Ice Dragons, der landet im Tor. Und es ist Riley Lindgren, sein erster Treffer für die Ice Dragons. Kommt wieder gut ins dritte Lindgren, Schuss kommt, aber tief fanghand. Scheibe bleibt drin, Humberstone. Geblockt. Und jetzt das leere Tor vor sich, André Schietzold daneben. Vorbei. Und dann war's das. Leipzig gewinnt mit 2:1 das erste Heimspiel der Saison gegen die Herforder Ice Dragons.